den besten Monitor finden und das richtige Modell auswählen mit meinem Monitor Test und Vergleich. Leute, wir schauen uns heute mal an einen Monitor von BenQ, und zwar den BenQ GW2790, der mir hier freundlicherweise auch von BenQ zur Verfügung gestellt wurde. Und ich vergleiche mal diesen Monitor zum Beispiel mit anderen Monitoren aus dieser GW-Serie, denn BenQ hat hier Monitore rausgebracht mit sogenannter Eyecare-Technologie, die eure Augen schonen sollen. Und wir bauen als erstes mal den Monitor auf. Ja, und diese smarte Helligkeitssteuerung, die der Monitor hier hat, da sind wirklich eine ganze Reihe Sachen, die dazugehören. Nicht nur, dass er quasi, dass ihr den Blaulichtanteil reduzieren könnt, sondern die Helligkeit wird auch angepasst und die Farbtemperatur, da sind solche Sensoren drin. Aber Aufbau, wie gesagt, ist hier ganz einfach. Ihr seht hier, ein HDMI-Kabel ist dabei. DisplayPort-Kabel müsst ihr euch extra holen. Da habe ich auch noch ein paar Sachen rausgefunden dazu. Hier ein einfacher Standfuß. Wie gesagt, das ist hier der GW2790. Das ist das Einsteigermodell. Es gibt auch noch einen größeren Bruder davon. Da habt ihr dann einen höhenverstellbaren Standfuß dabei. Alternativ kann man aber auch immer noch mit Monitorarmen arbeiten. Zeige ich euch dann auch nochmal. Das klippt ihr hier einfach so rein und dann könnt ihr es unten festmachen. Würdet ihr euch jetzt noch eine extra Monitorhalterung holen, wie jetzt, sage ich mal, zum Beispiel von Arctic, dann würdet ihr die quasi über diese VESA-Befestigung ranmachen. Ja, ansonsten hier ein bisschen anheben, einmal kurz drücken, dann klickt das rein und wir können den Monitor so weit aufstellen. Der Monitor ist wirklich sehr leicht, das ist mir wirklich aufgefallen, deswegen ganz einfach damit umzugehen. Und wir sind soweit mit dem Aufbau fertig. Super, springen wir als nächstes mal zu den Monitoreinstellungen. Denn wie ich ja anfangs schon gesagt habe, dieser Monitor hat spezielle Features. Die stelle ich euch mal vor. Aber zuerst, den Monitor könnt ihr auf zwei Weisen steuern. Einmal am Monitor direkt. Da habt ihr unten so einen Steuerknopf und in dem Steuerknopf könnt ihr draufdrücken. Dann kommt ihr auf diese Menüs, wo ihr zum Beispiel Helligkeit anpassen könnt, die Bildprofile anpassen könnt oder auch auf diese speziellen Funktionen zugreifen könnt. Und das würde ich schon mal bewerten. Seht ihr hier auch oft bei der Präsentation. Ich würde diese Steuerung am Monitor vorne als gut bewerten. Und was mir aber ganz besonders gut gefallen hat, ist diese sogenannte BenQ Eyecare U Software. Die gibt es sowohl für Windows als auch für Mac. Und ich würde sagen, wir installieren die jetzt mal beispielsweise ganz kurz zusammen. Und dann zeige ich euch mal kurz die Funktion davon. Und wir vergleichen den Monitor mit anderen Modellen. Also geht, wie gesagt, um die Software runterzuladen, einfach auf BenQ/Support. Dann könnt ihr unten in der Modellmaske die Modellnummer eintragen und auf Suchen klicken. Und sobald ihr das gemacht habt, zeigt es euch dann unten hier die Modelle an. Und ihr würdet jetzt in dem Fall den GW2790 auswählen, zu Downloads gehen. Und dann seht ihr das schön. Das Coole ist auch, dass es sowohl für Windows als für Mac gibt, auch keine Selbstverständlichkeit. Geht dann hier kurz durch die Installation, das sollte ja relativ selbsterklärend sein. Und das Coole ist wirklich, dass ihr mit der Software ja so ziemlich alles steuern könnt. Denn der Monitor hat ja, wie gesagt, ein Bündel aus Augenschutzfunktionen. Und hier kann ich zum Beispiel über das HDMI-Kabel mit der Software zum Beispiel so ein, ich nenne es jetzt mal so ein Blue Light Schutzmodus einstellen. Da wird quasi der Blaugehalt wird reduziert und ihr habt mehr wie so ein, bei anderen Monitoren kennt man das so ein bisschen als Paper Mode. Ihr könnt aber auch diese ganzen anderen Game Mode oder Cinema Mode, könnt ihr alles bequem per Software umschalten. Das finde ich wirklich richtig cool gemacht. Und unten seht ihr auch nochmal drei Knöpfe dann, wo ihr Brightness Intelligent Mode, so eine Erinnerungsfunktion oder auch Entfernungsfunktion einstellen könnt. Activated BI Function. Also das ist wirklich cool gemacht. Und wie gesagt, deswegen bewerte ich diese Software hier wirklich als sehr gut. Denn das ist eigentlich was, was sich viele Nutzer, glaube ich, schon sehr lange gewünscht haben, dass man das so machen kann. Ein Hinweis gebe ich euch noch, unter Windows funktioniert es per HDMI. Ich habe es auch an meinem Mac getestet, da hat es aber über HDMI nicht funktioniert. Da müsstet ihr dann ein Thunderbolt zu DisplayPort-Kabel nehmen, dann funktioniert es auch. Dann könnt ihr es auch unter Mac steuern. Das ist noch so ein bisschen eine kleine Einschränkung, die ich gefunden habe, aber das macht ja auch
denke ich mal, nicht so viel aus. So ein Kabel kann man ja auch anschließen, aber beim Monitor auch nicht dabei. Ich habe es euch unten auch nochmal verlinkt und eben ja gerade eingeblendet. Kommen wir jetzt mal zum Monitorvergleich und zwar im Genauen die Qualität und Performance. Was für eine Spezifikation hat dieser BenQ GW2790 Monitor? Wie gesagt, der Monitor sieht hier wirklich sehr schick aus, aber ihr solltet auch beachten, dass es verschiedene Monitorgrößen gibt. Also 24 Zoll, 27 Zoll und 32 Zoll. Und ich habe euch an der Seite mal eingeblendet die verschiedenen Auflösungen. Und ich würde immer sagen, 24 Zoll ist normalerweise 1080p. Bei 27 Zoll könnte man dann schon sagen, naja, da ist 1080p und 1044p. Und ab 32 Zoll wird dann 4K-Pflicht. Respektive könnte ich euch auch noch mal einblenden oder blende ich euch hier gleich mal noch mal ein. Wie gesagt, der GW2790 hat auch noch einen größeren Bruder. Also ist natürlich klar, das ist hier das Einsteigermodell. Aber ich würde euch auch wirklich noch mal, wenn ihr ein bisschen größeres Budget habt, ich finde persönlich immer ein bisschen cooler die WQHD-Auflösung für 27 Zoll. Und klar, der QT kostet ein bisschen mehr. Hat auch ein kleines bisschen niedrige Bildwiederholrate, aber dafür hat er einen höhenverstellbaren Standfuß und hinten auch eine viel bessere Anschlussmöglichkeit meiner Meinung nach. Und das wollte ich euch hier auch nochmal schön darstellen. Also ihr seht unten den, den ich jetzt hier zum Testen habe und oben den GW2790QT. Und habt ihr, wenn ihr Einsteigermonitore habt, habt ihr immer so ein paar Sachen, dass zum Beispiel beim 2790 ist der Monitor neigungsverstellbar. Beim QT ist er neigungs- und höhenverstellbar und ihr habt dann mehr Anschlüsse. Und wofür ist dieses USB-C zum Beispiel ganz praktisch? Also falls ihr upgraden wollt in der Serie, könnt ihr das ja machen, könnt ihr euch ja selber überlegen, reicht mir das Einsteigermodell oder will ich noch ein bisschen mehr rausholen, was die Auflösung und Anschlussmöglichkeiten angeht. USB-C finde ich immer für die Leute praktisch. Überlegt euch das bitte vorher, wenn ihr zum Beispiel Notebooks habt, die DisplayPort über USB-C unterstützen, weil dann funktioniert in der Regel der Monitor als Dockingstation und ihr könnt über USB-C Daten übertragen, das Bildsignal übertragen, euer Notebook aufladen und in der Regel auch über USB-A, ja, Maustastatur oder andere Peripheriegeräte auch ansteuern. Kommen wir aber nun noch zu einem weiteren wichtigen Thema und das ist die Monitorhelligkeit. Leute, habt ihr schon mal dran gedacht, dass Monitore ja je nach Nutzer gar nicht immer in der 100% identischen Umgebung verwendet werden und dementsprechend die Helligkeit, die sogenannten Nits, auch eine wichtige Rolle spielen können. Wie gesagt, bei diesem Einsteigermonitor oder bei allen Monitoren würde ich euch immer empfehlen, guckt vorher nach, habt ihr einen hellen Raum oder einen sehr dunklen Raum, scheint bei euch morgens die Sonne rein, ja oder nein. Bei dem GW2790 habt ihr jetzt 250 Nits. Das sollte für viele Räume völlig ausreichend sein. Sag ich mal, ich kann es jetzt bei mir in dem Raum, kommt ja viel Licht rein, nachmittags auch gut verwenden, aber vormittags, wenn wirklich die Sonne ballert, ist 250 Nits bei mir persönlich ein bisschen knapp. Da müsste ich ein bisschen so die Gardine ranmachen. Aus Erfahrung kann ich sagen, 350 Nits funktioniert bei mir eigentlich immer so ein bisschen besser, weil es bei mir wirklich teilweise sehr, sehr hell ist. Und da ist es auch wieder so, also ihr seht hier nochmal den großen Bruder aus der GW-Serie, den QT. Und da seht ihr hier auch nochmal schön dargestellt diese USB-Docking-Station-Funktion. Falls euer Notebook das unterstützt, sehr, sehr nice. Wäre wirklich nochmal ein Upgrade-Gedanke gut. Aber ihr seht auch 350 Nits. Ja, also überlegt euch das. Ihr habt immer so ein paar Trade-Offs. Sehr, sehr günstig, 27 Zoll mit der 1080p-Auflösung und 250 Nits und kein USB-C. Versus ihr nehmt die bisschen bessere Variante, dann habt ihr schon 350 Nits und den USB-C-Anschluss. Und wie gesagt, auch die Verstellbarkeit von der Höhe und von den ganzen Sachen. So, was ist jetzt mein Fazit zu dieser BenQ iCare Monitor Serie? Ich finde, es ist eine sehr schöne Serie, ist sehr gelungen. Aber ihr solltet wirklich darauf achten, welche Anforderungen habt ihr an den Monitor? Seid ihr in einem hellen Raum? Seid ihr in einem eher nicht so hellen Raum? Braucht ihr die hohe Auflösung? Braucht ihr nicht unbedingt die hohe Auflösung? Braucht ihr USB-C oder braucht ihr nicht USB-C? Das macht euch die Auswahl wirklich viel, viel leichter. Denn die Monitorhersteller wie BenQ und andere Hersteller, die haben natürlich immer eine Serie. Und da wird ein gewisses Preisspektrum abgedeckt. Und umso teurer die Monitore werden, umso mehr Funktionsumfang habt ihr in der Regel auch.
Und das habe ich euch jetzt hier mal so ein bisschen dargelegt. Wie gesagt, ihr könnt auf dem Monitor auch zocken. Er hat ja 100 Hertz. Und falls euer Gaming-Rechner nicht so stark ist, naja, ist es ja nur eine 1080p Auflösung. Die verbraucht dann auch beim Zocken zum Beispiel weniger Rechenleistung. Ja, versus wäre das ein 27 Zoll Monitor mit 4K und 100 Hertz, dann bräuchtet ihr schon eine ziemlich starke Grafikkarte. Also das sind alles so Trade-offs, die ihr bedenken solltet. Ich habe euch den Monitor mal kurz vorgestellt und ich werde mich auch noch weiter mit anderen Monitoren beschäftigen und euch coole Vergleiche liefern. Lasst also ein Abo da und wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare, dann mache ich dazu vielleicht nochmal ein Follow-up-Video. Ich sehe euch als Abonnent und im nächsten Video.